Die Macht der Medien, Musik, die okkulte Agenda, Mind Control. Und sie sind doch in unseren Köpfen Teil 3. Dann wollte er aufhören in dieser Musikszene. Was hat man gemacht? Man hat ihm aufgedrückt, dass er Steuern hinterzogen hätte. Und sitzt seitdem immer noch im Knast. Interessant ist auch zu hören. Murder, murder, Jesus. Krass, Digga. Ist das irgendwie rückwärts gespielt oder was passiert da gerade? Die Zerstörung der Familie, der Feminismus ist unsere Erfindung. Und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Zauberei im Strong-Konkordanz bedeutet im Griechischen Pharmakia. Jetzt sind wir in der Pharmaindustrie drin. Ey, Bruder, wie ist der jetzt da hingekommen innerhalb von 10 Minuten, Digga? Von Beyoncé zur Bibel, zur Schlange, zu Garten Eden, Adam und Eva, Pharmaindustrie, Babylon. Der Teufel möchte buchstäblich unsere Gedanken steuern und lenken durch das babylonische System, was wir im ersten Teil gesehen haben. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und heute ist es soweit. Die Macht der Medien, Musik, die okkulte Agenda, Mind Control. Und sie sind doch in unseren Köpfen Teil 3. Ich find's geil. Unter diesem Vortrag, na, da wird immer so heftig diskutiert in den Kommentaren. Und da sind einige Leute, die mich zurechtweisen wollen, weil die sagen, meine Meinung ist nicht richtig und so. Bro, du hast keine Ahnung und so, du bist zu gutherzig, dies, das. Fühle ich aber komplett, ne? Ich nehme das nicht böse auf. Ich liebe euch trotzdem alle. Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine eigene Erfahrung. Jeder sieht die Dinge so, wie er sie sieht. Und deswegen ziehen wir uns jetzt den letzten Teil rein hier. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Ich liebe euch alle. Ich würde sagen, es geht los, Digi. So sieht übrigens Beyoncé aus mit ihrer kompletten Freimaurung. Mit Namen hat der Bruder das nicht so, ne? Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass er sich nicht wirklich mit Musik und Musikindustrie auseinandergesetzt hat, wenn ich ehrlich bin, ne? Weil ich glaube, der hat keinen einzelnen Namen richtig ausgesprochen. Sorry, no front, bro. Tour. Aber nicht nur in der Musikszene, sondern auch in der Filmszene ist es so. Musste so lachen, wie er Kanye nennt. Ja, ne? Was hat er Kanye? Was hat er nochmal zu Kanye gesagt, Digga? Was hat er nochmal gesagt? Hören wir mal in dieses Interview hinein. Bitteschön. Es hat auch unten, wie gesagt, den Untertitel. Bitteschön. Have you seen the movie? No, I've not. Which movie? Yeah. Ah, Key West. Ja, stimmt. You've not seen the movie? Not just yet. And you're too busy to see it, probably? Hier wird dann auch berichtet, ob er hier bei David Letterman. Bro, lass ihn doch mal reden jetzt. Auf eine Art, weißt du, wenn man eine Arbeit am Film getan ist, geht es mich nichts mehr an. Hat er gefragt, ob er denn seinen Film gesehen hat. Er sagt, er schaut sich prinzipiell nie seine Filme an. Dann hat er gesagt, ja, wie kommt es? Ist es irgendwie ein Status von Ignoranz? Er sagte, nein. Also er mag diese Erfahrung während dem Set und während den Aufnahmen. Aber wenn der Film fertig ist, will er damit nichts mehr zu tun haben, weil dann steht, dann ist er zu sehen. Sagt er dann, he is up there. Er spricht nicht von sich. Und es hat mich dann plötzlich daran erinnert, wie er in einem Interview, auch im Rolling Stone, sagte, dass er bevor in diese Rolle... Digga, lass ihn doch mal jetzt reden, warum... ...einschlüpft, dass er Seancen hat mit Geistern, die ihm zeigen, wie er schauspielern soll. Also etwas nimmt wieder in Besitz von ihm, dass er genauso schauspielern kann, wie es eigentlich für diese Person als Schauspieler dargestellt werden soll. Zum Beispiel. Ja, Johnny Depp. Genau. Schade, dass man... Aber genau das Gleiche. Und dann sagt er, dann er hat es voll kaputt gerade. Der hat es gerade voll kaputt gemacht mit seinem Talk, finde ich, ja. Is up there. Er spricht nicht von sich, er spricht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss ihm halt teilweise echt hart widersprechen, so, weil du bist wahrscheinlich kein Künstler so. Ich bin jetzt auch Künstler so. Und wenn ich zum Beispiel einen Song mache, ne, kommt drauf an. Aber meistens ist es so, dass ich während dem Produzieren von dem Song, während dem Aufnehmen, während dem Schreiben und danach auch den Song schon so oft gehört habe, dass wenn der dann fertig und veröffentlicht ist, dass ich den dann kaum noch höre. So. Genauso auch mit Videos oder so, wenn ich die mache. Weißt du? Ich schneide die ja. Und dann sehe ich die und dann mache ich das, dies, das. Ich habe auch gar keinen Kopf oder gar keine Zeit dafür, mir jetzt meine eigenen Videos nochmal reinzuziehen. Manchmal mache ich das so, einfach just for fun. Ein paar Kommentare lesen, dies, das. Aber ich will auch nicht mehr wirklich was. Wenn es draußen ist, ist es draußen. Dann soll es seinen Weg gehen, so mäßig, weißt du? Also das ist, glaube ich, bei vielen Artists so, dass die sich das dann nicht unbedingt nochmal reinziehen, weil die ja die ganze Zeit im Prozess damit drin waren. So, weißt du? Anderen. So, als ob er eine gespaltene Persönlichkeit hätte. Ja, ja. Genau.
Aber das, was er eben gesagt hat, das war schon komisch, was er am Ende gesagt hat. So, das hat er jetzt leider überredet die ganze Zeit, aber er hat dann am Ende gesagt, wenn er da oben ist. Also er hat von sich in einer dritten Person geredet oder dass es noch eine Persönlichkeit gibt von ihm, die jemand anderes ist quasi. Sammy Davis Jr., nicht Sammy Davis Jr., egal. Auf jeden Fall, mehr als genug. DMX, rest in peace, bro, I love you. Genauso. Ja, spricht davon, wie er Gott kennengelernt hatte, weil er die andere Seite wahrhaftig sah. Und er sagte, das ist Gottes Erde. Und dann wollte er aufhören in dieser Musikszene. Und was hat man gemacht? Man hat ihm aufgedrückt, dass er Steuern hinterzogen hätte. Und sitzt seitdem immer noch im Knast. Weil er raus wollte aus dieser Musikszene. Weil er gemerkt hat, mit was für ein Dealer überhaupt eingegangen ist, vor allem mit wem. Ja, dass er eine andere Maske aufsetzt, da widerspreche ich nicht. Ja, aber eigentlich, wenn du jetzt so überlegst, ich habe nochmal ein zweites Mal überlegt, ist doch eigentlich auch logisch, ne? Ist doch eigentlich auch logisch, dass wenn du Schauspieler bist und eine Rolle spielst, dass du dann eine andere Maske auf hast, so. Also du spielst ja jemand anderen, Digi, weißt du, wie ich meine? Wenn du jetzt so von der Seite mal guckst. Es ist halt, er lässt so viel Spielraum, dass es halt extrem viele Argumente gibt immer, weil er halt die Sachen so undeutlich ausdrückt, so. Weißt du, wie ich meine? Oder wie jetzt, Digga? Ich dachte, der lässt was von DMX laufen. Das wäre geil gewesen jetzt gerade. Ja. Kennt man diese Person? Funktioniert das Video? Machst du das auch, fragt mich die Jasmin. Eine Maske aufsetzen? Ich versuche das so wenig wie möglich so, ne? Aber ich will dir die Frage ehrlich beantworten. Wenn eine Kamera an ist und wenn du in der Öffentlichkeit stattfindest so, dann ist immer immer ein leichter Filter drauf. Weißt du, ich bin jetzt einer, ich versuche immer so 100%ig real zu sein, weißt du? Und versuche diesen Filter so klein wie möglich zu gestalten und versuche so ehrlich und so echt wie möglich immer zu sein. Und ich glaube, ich schaffe das auch ganz gut. Ich glaube, es ist auch das, was die Leute bei mir fühlen und feiern so und das merken auch. Aber es ist immer ein bisschen... Ja, da ist immer ein bisschen da, so. Amy Winehouse. Ohne Tattoo, ohne nichts. Ich höre das doppelt. Also da sah sie noch richtig gut aus. Ich war ohne Tattoo, ohne Drogen, ohne Alkohol. Da wurde sie gefragt, ja, hat man denn versucht, dich irgendwie zu verändern in deiner Ausdrucksform, in deinem Aussehen, in deiner Sprache? Und sagte, ja, man hat versucht, mich in dieses Dreieck reinzuzwängen, aber ich sagte nein. Aber irgendwie hat sie anscheinend doch den Schritt gemacht, weil man sieht ja, was daraus geworden ist. Ja. Dreieck out, man, Alter. Leider. Tolles Talent, tolle Stimme. Da gibt es einige von. Hier, JC, jetzt hören wir mal über den Rain Man. Bitteschön. How it came about being a lyricist is weird, because I started out technically, like I used to write all the time, you know, before I start going into the Rain Man thing, you know. Haben Sie es gehört? Rain? Before I started to going into the Rain Man thing, okay? Also wenn er versucht jetzt zu komponieren, in diesen technischen Bereich reinzugehen, um sich zu verwirklichen, dann kommt dieses Rain Man thing. Das heißt, der Geist, wie ein Regen kommt über ihn und er fängt an, automatisch zu schreiben. Automatically. Also man kann nebenher kochen, wenn man will. Man schreibt automatisch plötzlich Kompositionen auf. Hängt im Zusammenhang, wie gesagt, mit diesem Rain Man-Gedanken. Das ist so die Sprache. Ey, es tut mir echt leid, aber ich finde, der erklärt die Sachen teilweise echt nicht gut, Mann. Ich habe einige Ausschnitte gefunden, die das auf jeden Fall viel besser erklären, gerade auf Englisch so. Aber ist okay, wir gucken es uns trotzdem an. Bei Ihnen. Jetzt, interessant ist auch zu hören, jetzt, wenn wir, das ist übrigens aus dem Titel von seinem Album Black. Da gibt es einen Titel, das heißt Lucifer, Lucifer, Son of the Morning. Und wir hören jetzt mal kurz rein, was sich hinter dem Ausdruck dieses gesamten Albums eigentlich verbirgt. 666. Ja, Digga, das ist teuflisch, Bro. Sag ich dir so, wie es ist. Da gibt's auch nichts zu rütteln, so. Allein das...
krass, Digga. Ist das irgendwie rückwärts gespielt oder was passiert da gerade? Murder, Murder, Jesus, 666, Bruder. Krass. Konnten Sie es hören? 666 und dann töte, töte Jesus. 666. The fuck? Ich möchte jetzt den Kreis schließen. Jetzt aus dieser Perspektive. Das Dreieck schließen, Bro. Okay. Hören wir doch jetzt mal ein Interview von einem der Neffen von Rockefeller. Und zwar wurde das Interview gemacht mit Aaron Russo. Wissen Sie, wer Aaron Russo ist? No. Der hatte eine Dokumentation herausbringen wollen über die Einkommensteuer in Amerika, Income Tax. Und als er da so recherchiert hatte, kam er vom einen ins andere und traf den Neffen von den Rockefellers. Und er hatte noch zu seinen Lebzeiten, er lebt ja leider nicht mehr, anscheinend an Krebs gestorben, hat er nochmal in einem Interview bekannt gegeben, auch in Bezug auf den 11. September, wie das geplant wurde, buchstäblich, auch von den Rockefellers, wie für sie die Kontrolle über die Gesellschaft aussieht. Und das lesen wir hier. Die Zerstörung der Familie, der Feminismus ist unsere Erfindung. Aus zwei Gründen. Denn vorher zahlte ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle. Weil jetzt auch die... Aber warte mal, das haben wir schon mal irgendwo gehört, ne? Kommt mir bekannt vor gerade, dieses Statement. Das haben wir schon mal in irgendeiner Doku, kam das auch vor, glaube ich. Oder war das auch bei ihm? Nee. Es war irgendwas anderes, aber das habe ich schon mal gehört hier. Von arbeiten gehen. Außerdem wurden damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle. Es ist halt, diese Agendas werden unterwandert, ne? Feminismus damals und wie heute, aber auch dieses LGBTQ-Thema zum Beispiel, wurde auch extrem unterwandert. Ich glaube, in den Ursprüngen hat das mal einfach den Vordergrund gehabt, wirklich für die Rechte einzustehen von diesen Menschen. Aber dann wurden die halt ganz schnell von dubiosen Leuten finanziert und dann wurde das Ding unterwandert und hat ganz andere Interessen als die, die es im Ursprung mal gab, weißt du? Medien, MTV, Hollywood, PlayStation und so weiter und bekommen nun unsere Botschaften eingetrichtert. So stehen sie nun nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie, sondern unter unserer. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufheizen, mit Hilfen der Medien und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben... Ja, weil Familie gibt dir natürlich Kraft, Zusammenhalt und gibt dir halt auch ein stabiles Fundament, also im Optimalfall, weißt du, wie ich meine? Wenn du eine stabile Familienbindung hast, so, das ist auch bewiesen wissenschaftlich, dann hast du halt einfach viel, viel größere Chancen, wirklich ein harmonisches, gutes Leben zu leben, so. Wenn in der Familie da teilweise Schwierigkeiten waren, so, zum Beispiel ich auch ohne Vater groß geworden, dies, das, kenne ich einige, die, wir haben mal so alleine mit uns selbst oft zu kämpfen, weil wir nicht richtig uns identifizieren können. Ich bin halt froh, dass ich trotzdem eine sehr stabile und gute Familie habe, so, die mir auch Kraft und Halt gegeben hat. Aber wenn ein Elternteil oder ein Teil der Familie halt komplett fehlt, so, dann destabilisiert dich das schon so ein bisschen, weißt du? Eine kaputte Gesellschaft aus Kabbalismus. Verstehen wir jetzt den Zusammenhang? Die für die angebliche Karriere arbeiten, alles konsumieren, was wir ihnen vorsetzen, Mode, Schönheit, Marken, dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Die Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der... Vor der Familie gab es einen Stamm, da haben die zusammen gelebt, so wie heute noch afrikanische Stämme das machen. Das ist mein Film, Bro. Das ist das, was ich in meinem Herzen spüre. Deswegen wahrscheinlich spüre ich auch die 20 Kinder, die ich haben will. Ich bin ein Stammesbruder. Ich will eine Community haben, ich will zusammen mit mehreren Familien leben. So. Ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer diese Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung. Und somit schließt sich der Kreis. Das ist der Samen, der in die Erde gelegt wird, gehegt und gepflegt wird und das Resultat dadurch sichtbar wird, indem Sie es kontrollieren. Nicht durch Regen und Sonnenschein auf natürliche Weise. Sie züchten es. Und die Menschen finden es noch spitze. Wo und wann hat er das denn gesagt? Kannst du das nachlesen? Moment, America Freedom to Fascism. Da sagt er, da fragt jemand gerade nach Quellen im Publikum, fühle ich. Vor
Ja, Digga, Selio, ich schwör's dir. Mir tut das Publikum leid. Er behandelt sie wie Kinder. Süß, aber nicht optimal. Sehe ich genauso. Es ist halt. Er ist halt. Guck mal, ich will das nochmal so loswerden, weil ich finde, dass er schon auf wichtige Dinge. So Leute denken, dass ich nicht verstehe, dass in der Musikindustrie sehr viel Scheiße abläuft. So, natürlich verstehe ich das und ich weiß das auch und ich sehe das auch, weißt du? Ich beschäftige mich auch damit. Aber diese Art und Weise, wie er das teilweise rüberbringt, ist halt einfach so, ich habe die Wahrheit gefressen und ihr seid dumm. Und mit jedem Punkt mache ich das euch bemerkbar. Hier, Kinders, guckt mal hin jetzt so. Weißt du, wie ich meine? Und das finde ich halt, ich glaube, das ist auch das, was mich ein bisschen triggert ab und zu, weißt du? Dass er da so einen ummacht auf, ich weiß die Wahrheit und ihr wisst gar nichts, so, weißt du? Das ist das, was mich manchmal so ein bisschen, wo ich da so einfach auch selber denke, so. Und teilweise hat er halt einfach auch nicht recht. Das ist, wie er die Sachen sagt. So. 9 Jahren, circa. Ist aber auch noch auf YouTube finden. Ja, ja, genau, sehr gut. Aaron Russo, America, Freedom to Fascism. Eine Dokumentation. Genau. Sollte man sich wirklich anschauen. Da ist er auch selber im Bild noch. Richtig, genau. Absolut. Und er kam dann auch später auf dieses RFID-Chip und 11. September und so weiter. Also enorm, enorm. Komischerweise lebte er nicht mehr danach. Angeblich an Krebs gestorben. Angeblich. Ich meine, er verdient damit ja sicherlich Geld. Ja, es ist halt so, natürlich. Ich meine, ich verdiene auch Geld mit der Arbeit, die ich hier tue, ne? So. Es ist zwar nicht im Vordergrund, das ist jetzt nicht der Hauptgrund, warum ich das tue, weil um Geld zu verdienen, könnte ich auch ganz andere Sachen machen. Man kombiniert es natürlich auch mit einer guten Message und natürlich geht es mir nicht nur um Geld verdienen, so. Aber man muss da echt bei diesen Leuten auch aufpassen, weil das ist auch eine Millionenindustrie. Die machen Geld mit diesen Horrorszenarien und mit dem, was Dunkles auf der Welt abgeht und so. Ich will hier gar nicht seine Intention schlecht reden, weißt du? Wer weiß, was seine Intention im Herzen ist, das zu tun. Ich denke mal schon, dass er auch Aufklärungsarbeit leisten möchte, so. Aber natürlich verdient er auch Geld damit und das weiß er auch. Und deswegen sollte man generell bei solchen Leuten auch aufpassen. Bei allen muss man aufpassen, egal welche Seite oder welche Richtung. Nun, jetzt haben wir wirklich mal beide Seiten gesehen. Also zumindest erstmal die eine Seite und die andere Seite nun mal angekratzt. Dennoch, egal wo man jetzt hinschaut, in der Filmindustrie, in der Musikindustrie, in der Werbebranche, alles was gesellschaftlich irgendwie manipulieren kann, steht immer im Vordergrund von einem okkulten Denken. Das irgendwie und jedes Mal Bezug hat zu irgendwie Baphomet oder Satan oder Luzifer oder wie man es auch nennt. Ist doch komisch, oder? Ist doch irgendwie, weiß nicht. Strange. Oder doch nicht? Jetzt, wer ist denn überhaupt dieses Wesen? Unterhaltung. Allein der Name Unterhaltung macht einem schon einiges klar so. Ne? Unterhaltung ist nicht gekommen, um uns was Gutes zu tun, meine lieben Freunde, sondern um uns unten zu halten. So. Was? Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Leute das auch nutzen, um was Gutes zu verbreiten, so wie ich zum Beispiel oder Dave Chappelle oder so, die Unterhaltung oder Comedy nutzen, um die Wahrheit zu sprechen. So. Es geht auch. Man kann das natürlich, weißt du, man kann das unterwandern in die positive Richtung. Wissen wir davon? Dieses geheime Wesen. Nun, wie auch hier, möchte ich mit Ihnen zum Ursprung gehen. Im Alten Testament, in Hesekiel 28, wird von diesem Luzifer gesprochen. Jetzt lesen Sie mal mit mir, wer dieses Wesen eigentlich war. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst, was steht hier? Vollkommen. In deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Also Gott, laut der Bibel, hat dieses Wesen geschaffen und dieses Wesen war absolut perfekt. In seiner Schönheit, in seiner Intelligenz, in seinem Status, in seiner Arbeit, in allem, was er tat, war er perfekt. So wie Gott es wollte. Absolut perfekt. Bis Sünde in dir gefunden wurde. Jetzt, was bedeutet Sünde? Sünde heißt Trennung von Gott, gegen das Gesetz Gottes zu sein. Trennen. Dagegen sein. Und jetzt kommt's. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum, das war der Grund, habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Also was Gott hier macht, ist Folgendes.
Gott sieht, okay, das, was er macht, ist nicht mal nach dem, was ich eigentlich wollte. Aber er hat ihm freien Zugang, denn selbst Engel haben einen freien Willen. Genauso wie wir Menschen. Das heißt, dieser Engel stand am Thron Gottes. Er stand direkt neben Gott. Er war sozusagen der, wissen Sie, was Luzifer heißt? Übersetzt? Der Lichtbringende mäßig, oder? Lichtträger, der schützende Cherub vor dem Thron. Er stand am Thron. Er stand neben Gott. Er sah auf Gott. Er sah das Gesetz. Er sah alles. Er wusste alles. Er war der erste General vor den ganzen Engeln. Gehen wir weiter. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Jetzt Achtung. So habe ich dich auch. Das ist aber eine krasse Metapher, Dicker. Also so, finde ich. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Krass. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Krass, Mann, Alter. Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Mit deinen vielen Missetaten durch die Ungerechtigkeiten deines Handels hast du deine Heiligtümer entweiht. Das ist ja halt auch so bei vielen Leuten, die dann Stars werden und so, ne? Und anfangen zu scheinen, so. Dann, ich sag dir ehrlich, das habe ich auch bei mir gemerkt, wenn das dann anfängt, dann bist du echt, dann merkst du immer mehr, wie dieses Teuflische dich auch zieht, so. Und du dich darauf irgendwie reduzieren lässt und dann dein Ego zu krass pusht, weil du gerade am Glänzen bist und am Scheinen bist und dann ganz schnell überheblich wirst und abhebst und solche Sachen, so, weißt du? Und da kommt halt dieses so Humble-Sein ins Spiel. Und ich sag dir ehrlich, ich bin mir fast sicher bei mir, dieser Zeitpunkt, wo ich quasi mehr oder weniger alles, was ich im Vorhinein gemacht habe, verloren habe, so, da habe ich erst wieder richtig, also da habe ich erst richtig gelernt, so humble zu sein, weißt du? Ich bin teilweise zwischendurch auch abgehoben, bisschen geflogen so. Mit meinem Geld teilweise Dinge getan, die man nicht tun sollte, nicht mehr richtig zu schätzen gewusst, was ich habe alles so und zu überheblich gelebt und auch meine Art und Weise war zu überheblich teilweise, finde ich persönlich, im Nachhinein reflektiert so. Und ich glaube echt von ganzem Herzen, dass Gott mir alles genommen hat, um mich wieder zurück auf den Boden zu holen und mir so auch darin Kraft zu... Also da habe ich dann wieder angefangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und den Wert von mir selber nicht in dem Fame oder in dem Geld, was ich verdiene, zu suchen, sondern in mir und in Gott. Und ich glaube, das war so auch sein Ding, warum er das getan hat, so, weißt du? Damit ich daraus lerne und damit ich stärker werde und zurück in das Gute finde. Und ich glaube, ich werde nochmal von ihm die Möglichkeit bekommen, wieder extrem zu scheinen und viel Geld zu verdienen, eventuell auch, aber dann werde ich anders damit umgehen, weißt du? So. Also was Gott macht, sagt, Luzifer, so geht's nicht weiter, wir müssen mal reden. Ich habe dich eingesetzt für das, 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 jenes. Warum jetzt so? Und was macht er? Er rebelliert gegen Gott. Und kann Sünde und Heiligkeit zusammen an einem Ort wohnen, kann Licht und... Nein, es funktioniert nicht. Also Gott musste ihn entfernen. Hätte Gott ihn töten können? Hätte er. Okay, nur mal angenommen, wenn alle geschaffenen Engelwesen, es sind Milliarden von Milliarden von Milliarden von Engeln, wie die Bibel berichtet, und jetzt alle Engel sehen, dass Gott, der so mächtig ist, plötzlich, nur weil einer nicht so will, wie er will, plötzlich umbringt. Was würden die anderen Engel denken? Also die anderen Engel hätten Angst und würden nicht mehr aus Liebe hingehen. Richtig, sie würden sagen, oh Moment, so liebevoll ist er doch gar nicht, der ist so ein rachsüchtiger und herrschender. Nein, Gott. Diese Weisheit von diesen Versen muss ich erstmal ein paar Tage auf mich wirken lassen. Richtig spannend gerade. Das liebe ich auch an biblischen Texten oder ich habe jetzt auch wieder angefangen, Koran mir reinzuziehen und so. Ich liebe das einfach, weil man kann das so schön und so gut auf sich selbst und sein eigenes Leben reflektieren und das weiß ich nicht, Digga. Gerade auch so Bibelverse und so. Ich denke dann, also ich höre mir natürlich die Story an und ich bin nicht immer überzeugt von den Sachen, die da stehen, dass die wirklich so passiert sind, aber ich glaube, diese Sachen können uns extrem viel sagen, weißt du? Wenn wir anfangen, uns dadurch mal zu reflektieren und unser eigenes Leben damit ein bisschen zu vergleichen, dann fällt einem oft sehr viel auf, so. Und das ist sehr powerful, finde ich. Oder sie denken, der hat recht. Genau, und dann würden sie tatsächlich sagen, na siehst du, Luzifer hat ja doch recht. Was er behauptet gegen Gott. Er sei rachsüchtig und herrschender und so weiter. Nein, er hat ihn einfach nur entfernt von seiner Position. Er hat ihn nicht getötet. Denn wenn man wirklich glaubt, dass Gott Liebe ist,
dann würde ich genauso handeln. Ich töte ihn nicht, sondern ich gebe ihm Raum, dass... Koran, sehr interessant. Bibel will ich jetzt auch lesen, sagt Andrew. Ja, Digga, es ist powerful. Also man kann da echt schon viele Dinge sich mit rausziehen. So. Ich höre den Koran gerade auf Arabisch auch, weil der mich teilweise extrem auch beruhigt. So. Weißt du? Ich weiß nicht, das löst in mir auch eine Verbindung irgendwie. Also wenn ich das höre, dann habe ich eine Verbindung irgendwie. Und es tut mir gut, weißt du? Aber ich will den auf jeden Fall auch auf Deutsch einmal komplett durchlesen. Muss. Der zurückkommt. Oder? Und genau das hat Gott getan. Er hat es versucht, interveniert, aber er wollte nicht. Also ist die Konsequenz. Und tschüss. Raus aus dem Himmel. Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du überwältige Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen. Was wollte denn er? Was wollte denn der Luzifer? Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem allerhöchsten... Übermut, Digga. Mich... Hochmut. Gleich... Vor dem Hochmut kommt der Fall. Nicht vor dem Hochmut, nach dem Hochmut, ne? Wie wollte ein geschaffenes Wesen sein? Wie? Gott. Er wollte regieren. Er wollte bestimmen. In seiner Schönheit, in seiner Intelligenz hat er gesagt, Moment mal. Alle Engel reagieren auf meinen Befehl. Natürlich bekomme ich den Befehl vom Oberen. Aber Andrew sagt, ich will die Bibel lesen und Chrissy sagt, Neues Testament zuerst. Du wirst es nicht bereuen. Das finde ich auch. Das sagen viele Christen, ne? Erstmal das Neue Testament, weil die halt, Altes Testament ist sehr hart so. Ich sag dir ehrlich, hat mich auch extrem abgeschreckt teilweise, weil da Sachen gemacht und erzählt werden, die einfach, Bruder, ist unmenschlich, Bro. Wirklich, das ist haram. Aber richtig auf einem ekelhaften Level so, ne? Richtig ekelhaftes Level so. Und ja, Digga, ist schon krass. Aber ich glaube halt, um ein Gesamtverständnis zu bekommen, sollte man sich das komplett reinziehen. Ja. Ich habe so ein Ansehen bei den anderen Engeln, dass ich jetzt eigentlich hier selber der Gott sein könnte, oder? Ich kann doch bestimmen. Ich bin doch das intelligenteste geschaffene Wesen überhaupt. Also warum nicht selbst König sein? Warum nicht selbst Gott sein? Übrigens, was jetzt hier... Das ist dieser Übermut, der kommt schnell, ich schwör's dir. Das ist wieder das, wenn du Menschen eine krasse Machtposition gibst und sie hochbringst oder hochstellst, dann kommt das wahre Gesicht raus so. Dann zeigt sich, okay, dann entwickelt sich ganz schnell so ein Übermut und dann wirft dich Gott erstmal, wie er Lucifer auch, erstmal wieder zurück auf den Boden und sagt dir, ey, bleib mal locker, bleib mal cool, bleib immer noch ein guter Mensch. Pass auf mit deinem Übermut so. Nicht mit drin steht. In Hesekiel 28 wird noch was beschrieben. Dort heißt es, bei seiner Erschaffung, nur ganz kurz, hören Sie mal. Das macht er immer wieder. Nur ganz kurz. Hier wird von seiner Schönheit beschrieben. Aber ist Altes Testament, wer glaubt daran, die Evangelien? Ich glaube, Altes Testament ist mehr Katholizismus, oder? Ich glaube, Evangelien mehr so Neues Testament, oder? In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und Gold. Ja, aber man fängt im Neuen an und liest danach das Alte. Man stellt schnell fest, dass alles aufeinander aufbaut. Wie? Aber wenn alles aufeinander aufbaut, muss man doch erst das Alte und dann das Neue lesen. Das Neue ist doch neuer, oder nicht? Eines der edelsten Metalle, die es gibt. Das erste kommt von den Juden. Komplett geschmückt. Er muss traumhaft gewesen sein. Er muss wirklich, sowas hat ein Mensch noch nie gesehen. Und dann heißt es, deine Kunst... Also ich weiß nicht, im Alten Testament fängt es ja an mit Adam, Eva und so, auch mit der Flut und Noah, bla bla bla. Ich finde schon eigentlich, chronologisch gesehen macht es ja mehr Sinn, erst das Alte zu lesen, oder? Voll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie dir bereitet. Frage, wer war für die Musik im Himmel verantwortlich? Weiß er, wie Musik geht? Weiß er, wie man komponiert? Er hat sogar den himmlischen Chor geleitet. Jetzt bitte, logisch jetzt mitdenken. Wenn ein geschaffenes kommendes Wesen die Gabe der Musik bekommt, einzig und allein dafür, um Gott zu ehren,
bedeutet es, dass eigentlich ja er dafür komponieren müsste, um Gott die Ehre zu geben, nicht wahr? Okay. Jetzt, wenn ich aber in meinem Denken rebellisch werde und ich habe immer noch die Gabe der Musik, wie verändere ich jetzt das Denken im Sinne der Komposition? Nicht mehr der soll angebetet werden, sondern ich möchte die Musik so gestalten, dass es dann auf mich abzielt. Denn ich bin doch der Verantwortliche für die Musik. Ich kann es doch so komponieren, dass es auf mich bezieht. Nämlich so, wie ich es will. Ich entscheide, was gut und schlecht ist, nicht was Wahrheit ist und Lüge. Oder? Krass, also zieht er da Rückschlüsse aus der Bibel, so mit der Musik auch, heftig. Jetzt müssen wir entspringen machen, sind wir im Neuen Testament, Offenbarung. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Hier sieht man schon, dass der Luzifer es geschafft hatte, so viele Engel auf seine Seite zu sich zu vereinen, um jetzt wirklich mit einem Bollwerk gegen Gott und seine Engel zu rebellieren. Gegen den Erzengel Michael. Aber sie siegten nicht. Und ihre Städte, das heißt, wo sie wohnten, wurden nicht mehr gefunden. Sie wurden wirklich verwiesen aus dem Himmel, raus. Und so wurde der große Drache, jetzt bitte, genau mitlesen, die Bibel legt sich selber aus. Wenn irgendein ein Hinz und Kunz kommt und sagt, oh, das bedeutet dies und das könnte philosophisch, die Bibel legt sich Wort für Wort komplett selber aus. Der Drache, der hier genannt wird, wird jetzt noch beschrieben, wer er ist. Der Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan. Der den ganzen was? Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und wenn man jetzt nur grob nachrechnet, wie viele es sein könnten, geht man aus von mehreren vielen Milliarden von Dämonen aus. Dämonen heißt nichts anderes als gefallene Engelwesen. Das heißt Dämon. Griechisch. Dämon. Gefallene Engelwesen. Deswegen haben sie den Namen Dämon, weil es halt aus dem Griechischen kommt. Jetzt, was passierte? Jetzt können wir natürlich mit einem Märchen anfangen. Adam und Eva. Pff. Ist doch bloß ein Hoax, oder? Naja, gut, okay. Wenn man's. Ah, echt krass. Er ist selber Christ, aber sagt, Adam und Eva stimmt, fühlt er nicht, oder was? Ist nur eine Story. Evolutionistisch betrachtet, definitiv. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber leider hat für mich die Evolution keine Antwort gefunden, selbst nach meinen jahrelangen Recherchen. Der Missing Link ist immer noch da. Mach mal Ding, Digga. Ich mach mal eine kleine Abstimmung in den Chat, meine lieben Freunde. Wie schaut das aus? Evolutionstheorie. 1. Wer überzeugt von der Evolutionstheorie von Darwin ist. 2. Wer sagt, glaube ich nicht irgendwie. Interessant ist aber nur, dass archäologisch gesehen sämtliche Orte im Alten Testament gefunden wurden. Mittlerweile auch die Stelle, wo das Volk Israel durch das Rote Meer gewandert ist. Sodom und Gomorra wurde gefunden. Etc., etc., etc. Also Evolution? Ich weiß nicht. Bewiesen hat es bisher wirklich nicht, denn die Banane hat mehr Gene als wir. Fast identische Gene wie wir. Wollte ich sagen, nicht mehr, sondern fast identische Gene. Im Ernst. Die Banane. Krass, viele Zweier. Fast dieselben. Ich glaube, ich habe nicht eine Eins gesehen, Digga. Heftig. Ganze Verschwörungstheoretiker hier wieder versammelt, wa? Identischen Gene wie wir. Ja. Evolution? Kann irgendwie. Allein hier hört mein Verstand auf zu sagen, das stimmt. Geht nicht. Aber, jetzt bitte. Die Bibel berichtet davon. Was hat denn das jetzt mit dieser Banane zu tun gehabt? Irgendwie verstehe ich den gerade nicht. Dass Luzifer sich in eine Schlange transformiert hat. Jetzt, warum benutzt das intelligenteste geschaffene Wesen, eine Schlange? Ja, aber warum Schlange? Ich kann ja auch ein anderes Tier nehmen. Also ich finde, er zieht sich da einiges an den Haaren herbei. Das haben wir schon erkannt, ja. Paar Sachen sind echt unschlüssig. Paar Sachen trifft er teilweise einen Punkt. Paar Sachen sind einfach unschlüssig, Bro. Kann ich aber auch noch 100.000 Mal sagen, aber ich glaube, das hat jeder schon gemerkt. Ich muss ehrlich sagen, diese Schlangengeschichte, das hat mich auch ein bisschen beschäftigt. So. Ist es ja jenseits unserer ganzen Vorstellung. Und so ist es, diese Schlange ja auch dieses, er lässt sich ja auch im Paradies ein mit diesem Menschen. Und er versucht ja auch da seine Wesensart, dieses danach auch, du wirst dann Staub fressen,
die, also du wirst sie... Was hat es dann vorher getan, wenn es dann jetzt erst danach auf den Boden kriegen muss? Du wirst ihn in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Mhm. Das, nicht dieses, das ist ja auch ein Umkehrungsprinzip, natürlich, wenn man natürlich. So will. Ja. Tamam, kommt zum Punkt, Bro. Prinzipiell doch der Gedanke, wenn sie irgendjemanden überzeugen wollen, verführen wollen, welche Mittel greifen sie dazu? Zu welchen? Zu den Besten, die sie kriegen können, oder? Das Beste, das Schönste, das Größte, das Imposanteste, nur um Eindruck zu schinden. Und wenn man bedenkt... Andrew fragt gerade, was hat die Schlange gemacht? Die waren im Garten Eden und Gott hat halt gesagt, dass sie nicht von diesem einen Baum... Die dürfen alles essen, dürfen alles benutzen, alles cool und so, alles nice, aber die dürfen nicht von diesem einen Baum, der in dem Garten stand, die Äpfel essen. Und eines Tages ist halt die Schlange gekommen und hat die Frau überzeugt davon, dass sie Adam überzeugt, von diesem Apfel zu essen. Einfach nur, weil es verboten war. Die verbotene Frucht, die kennt man doch auch, weißt du? Und ja, die hat es halt hingekriegt. Dieses Wesen so intelligent war, ich glaube, man könnte jede Intelligenz der jetzt noch lebenden Menschen zusammentun und wir würden nicht einmal die Intelligenz erreichen von diesem Wesen. Da überlegt er sich doch zweimal, welches Wesen er benutzt, um Menschen... Also er sucht übrigens ein neues Zuhause. Er ist ja herausgeschmissen worden. Er darf ja dieses Territorium noch nicht betreten. Das war die erste Sünde, die Menschen jemals begangen haben, so. Ne? Einer sagt, ich sag nur Apple-Logo, abgebissener Apfel. Hast du einen Punkt auf jeden Fall. 10. Deswegen war er auf dem Baum und hat den Boden nicht berührt, weil er es noch nicht durfte. Weil er hat gesündigt und Heiligung und Sündigung darf nicht. Das funktioniert nicht. Aber er muss irgendwie ein Zuhause finden. Also benutzt er eine Schlange, es muss wohl das schönste Wesen gewesen sein. Und übrigens, die älteste Schrift, die man gefunden hat, war eine chinesische Bildschrift, wo zum Beispiel die Erklärung für das Böse war ein Drache mit Regenbogenfarben. Das für Sintflut war ein Schiff mit Wasser zu sehen. Ja? Über 4000 Jahre alt. Und als er eben in diese Schlange sich als Medium ausgesucht hat, sagte er zu Eva, soll Gott wirklich gesagt haben? Was impliziert diese Aussage? Soll Gott wirklich? Hat Gott echt gesagt? Das ist jetzt hier ein Bibelvortrag geworden. Geht nicht mehr wirklich um Agenda, Mind Control, Musik und sowas, ne? Hat jemand das Ding schon zu Ende geguckt? Macht der nochmal den Twist nochmal zur Industrie oder bleibt es jetzt so? Ja. Zweifel sehen. Hat Gott gesagt, du darfst nicht von diesem Baum im Garten pflücken? So ein Baum von der Erkenntnis von Gut und Bösen? Und so fing er an, nach und nach, mit dieser Methode, die er auch jetzt versucht, Menschen... Ich verstehe nicht, was der Gute uns sagen will. falsches Denken zu beeinflussen. Und dann... kommen wir genau zu diesem Punkt. Offenbarung 18. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, sage ich dir ehrlich. Ja? Jetzt kommt nämlich dieser Brückenschlag. In Offenbarung 18 wird von dem System Babylon gesprochen, was wir im ersten Teil gesehen haben. Das ist schon interessant, sage ich ehrlich so. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, einige von euch juckt das nicht so viel, aber ich weiß nicht. Nicht wahr? Und dort heißt es, übrigens ist das gleiche Wort mit den Kaufleuten wie in Hesekiel, was wir gelesen haben mit diesen Handelsgeschäften. Im Englischen heißt es Merchandising. Er machte Werbung für sein System. Er verhandelte mit den Engeln, gib du deine Position auf und ich gebe dir meine Freiheit. Merchandise. Denn im Himmel gibt es nichts, womit man kaufen oder verkaufen kann. Es gibt keine Ware, wo wertvoll war. Das gab es nicht. Aber du konntest aussuchen, auf welcher Seite du stehst. Und das hat er gemacht. Deswegen, und es spricht von Offenbarung 18, von dem System Babylon, dass er im Hintergrund regiert und sagt, dass er Kaufleute hatte, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt in diesem Babylon. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das Wort Zauberei im Strong Konkordanz bedeutet im Griechischen, Neuen Testament ist ja griechisch, Pharmakia, bedeutet Medikation,
Das Einnehmen von Drogen, Vergiften, Magie, buchstäbliche Zauberei, Hexerei oder das Denken, das Gehirn zu narkotisieren. Krass. Wenn das stimmt, ist heftig. Heißt, und wenn wir das jetzt wirklich mal nochmal Revue passieren lassen, das ganze System, was wir hier sehen... Pharmacy, Bruder. Jetzt sind wir in der Pharmaindustrie drin. Ey, Bruder, wie ist er jetzt da hingekommen innerhalb von 10 Minuten, Digga? Von Beyoncé zur Bibel, zur Schlange, zu Garten Eden, Adam und Eva, Pharmaindustrie, Babylon. Der Typ ist krass, Digga. Haben Kaufleute, um was zu tun? Menschen zu verführen. Das ist miese Recherche, meine lieben Freunde, ja. Und wenn man jetzt buchstäblich von den Stars selber hört, wer dahinter steckt, und wir sehen es jetzt bestätigt, also was soll ich noch sagen? Was, im Ernst? Bruder, ich trau dir alles zu, Digga. Gleich reden wir über, weiß ich nicht, Digga. Du hast es schon geschafft, innerhalb von 5 Minuten von diesem Thema dahin zu kommen. Keine Ahnung. Pyramiden vielleicht bis in Ägypten? Logisch betrachtet, was soll ich jetzt noch sagen? Eigentlich könnte ich jetzt zuklappen und gehen, wenn wir unseren Verstand einschalten würden. Wir müssen nicht mehr suchen. Wenn die reale Welt es preisgibt, selbst, was in diesem Buch schon seit Jahren geschrieben stand, was sich jetzt vor unseren Augen erfüllt, was soll ich dazu noch sagen? Sie tragen die Entscheidung, nicht ich. Und das kommt jetzt, schauen Sie mal, nur ein Beispiel. Jesus wurde nach der Taufe in die Wüste geführt und da wurde er von Satan versucht, okay? Jetzt Achtung. Jasmin sagt gerade, mach Schluss mit dem Video, sonst verschenke ich Subs. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich es interessant gerade auch, jetzt mit Jesus in der Wüste und der Teufel kommt und so. Ich weiß nicht, ich finde diese Bibelgeschichten schon irgendwie Dings. Ich finde diese Bibelgeschichten schon irgendwie interessant, ja? Ich weiß jetzt nicht, wie er da hingekommen ist, aber ich weiß, Chat. Seid ihr, fühlt ihr nicht gerade? Eins drinbleiben, zwei rausgehen. Er wurde vom Geist, also Jesus, in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet, das heißt nichts gegessen. Er hat gefastet, Digga, krass. Wüste geführt. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet, das heißt nichts gegessen. Getrunken hat er, aber nicht gegessen. War er zuletzt... Ah, okay. Nur nicht gegessen? Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du, schon mal gehört? Was ich übrigens auch gehört habe, ist, dass Jesus gebetet hat wie ein Muslim, ne? Dass Jesus nie so gebetet hat oder so, sondern immer mit den Knien auf dem Boden und Kopf auf dem Boden. Crazy, ne? Zweifel sehen. Die gleiche Prämisse. Dieses Messer, was von der Bibel Richtung diesem Kind, das ist eine Gefahr. Zweifle daran, das hat mit dir nichts zu tun. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, womit hat sich Jesus immer verteidigt? Was war immer sein erster Satz? Es steht geschrieben. Denn nur so konnte er sich verteidigen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Okay, gehen wir weiter. Dann stellt ihn Satan auf die Zinnen des Tempels und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, jetzt zitiert Satan einen Bibelvers. Aber wenn man genau liest, weiß man, dass er nur die Hälfte zitiert hat. Und das ist so, wie nämlich Satan arbeitet, mit Halbwahrheiten. Bisschen Wahrheit, Rest Lüge. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da hat er abgebrochen, aber der Vers geht noch weiter. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Okay, jetzt kommt die letzte Versuchung, jetzt achten Sie bitte. Jetzt nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Als Adam und Eva die Erde übergeben bekommen haben, waren sie verantwortlich für diese Welt. Aber sie haben den Schlüssel durch den Deal mit Satan abgegeben. Also wer ist jetzt der Fürst dieser Welt, wie die Bibel beschreibt? Satan. Der Teufel, ja. Das heißt, sieht man auch überall. Er darf hier Gott spielen. Er darf es. Bis zu einem gewissen Punkt. Aber er darf. Ich finde seine Interpretation teilweise. Lest mal weiter, bitte, Bro. Jetzt Achtung.
Und er sagt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wenn du reich und berühmt werden willst, was musst du tun? Ethik, Moral beiseite. Teuflische Dinge tun. Dann läuft der Laden. Hat er recht? Facts. Anbeten. Wen? Den Teufel. Dann bekommst du Reichtum. Herrlichkeiten der Welt. Haben wir es gehört oder haben wir es nicht gehört? Leon, bist du eigentlich religiös? Wenn ja, welche Religion gehörst du an? Nee, ich gehöre keiner Religion an, aber ich beschäftige mich mit Religion. So. Ich beschäftige mich mit Religion. Ich finde das interessant. Buchstäblich. Live. In Farbe. 3D. Nee, 3D nicht. Haben wir oder haben wir nicht? Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Punkt. Jetzt schauen Sie, was passiert. Der Teufel verlässt ihn und Engel treten hinzu und dienten ihm. Und meine Lieben, dieses Versprechen galt nicht nur für Jesus. Jeder Mensch, der sich entscheidet, bewusst entscheidet, durch Wahrheiten, die er erkannt hat, sich für Gott zu entscheiden, passiert genau das Gleiche. Wenn man sich Gott nähert, weicht Satan von dir. Und du hast himmlische Engel, die um dich herum sind und dienen. Für dich. Denn der dem würde ich auch so zustimmen, meine lieben Freunde. Ja? So. Das merkst du auch. Umso mehr du gute Dinge tust, umso mehr du göttliche Sachen tust, geht es dir automatisch besser. Also ich habe das in meinem Leben auf jeden Fall gemerkt. Umso mehr ich mich von teuflischen Sachen ziehen lassen habe und mich den Sachen zu viel hingegeben habe, umso bösere oder schlimmere Sachen sind in meinem Leben dann passiert. Weißt du, es war für den Moment teilweise immer geil. Aber langfristig und wirklich diesen Frieden in sich zu spüren, so, das spürst du mehr, wenn du diszipliniert bist und wenn du dich diesen Versuchungen nicht immer hingibst, sondern einfach stark bleibst, so, weißt du? Kontext des Ganzen ist, es ist ein Kampf wegen unserer Entscheidungen. Erster Teil, den wir gesehen haben. Der Teufel möchte buchstäblich unsere Gedanken steuern und lenken durch das babylonische System, was wir im ersten Teil gesehen haben. Natürlich auch durch die Musikindustrie, weil es Emotionen anregt und wir dadurch nicht logisch denken. Nüchtern denken. Das überspringe ich noch kurz. Wobei, es ist immer genau das Gegenteil. Während sich Jesus immer in seinem wahren Charakter gezeigt hat, hat der Teufel sich immer maskiert. Gott sagt, er ändert sich wie oft. Wie oft ändert sich Gott? Nie. Er bleibt immer der Gleiche. Zeigt seinen wahren Charakter, maskiert seinen wahren Charakter, ändert sich nicht, vervielfältigt Identitäten, nicht schön in seiner physischen, menschlichen Form, schmückt sich selbst mit physischer Schönheit, hält die andere Backe hin, darauf aus, sich zu rächen. Kraft und Macht kommt von Gott, Kraft und Macht kommt von dir selbst. Aha. Okay, gegen die Welt beherrscht. Ich glaube, das bleibt das jetzt. Für mich reicht das jetzt eigentlich, was hier. In Epheser 6 heißt es, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das wusste man damals schon. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das sind himmlische Mächte, mit denen wir es zu kämpfen haben. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Gott gibt uns die Lösung, wie wir wirklich standhalten können in dieser Gesellschaft, auf moralischen Kodex standhalten können. Wirklich, es funktioniert. Ich habe es selber erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier stehen würde, überhaupt. Aber tatsächlich, es geht, wenn man darauf vertraut. Und daher ist der Aufruf an Gott an jedem Menschen gerichtet. Es gibt niemanden, den er beiseite lässt. Das gibt es nicht. Es steht drin, dass Gott möchte, dass jeder Mensch, jeder gerettet wird. Jeder. Weltweit, global. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Frage, wie oft haben wir mal von ganzem Herzen nach Gott gesucht? Oder ist es nur so ein oberflächliches Kratzen? Jeden Tag, Bro. Haben Sie mal wirklich von ganzem Herzen mal nach Gott gesucht? Ja. Und ich werde mich, und das ist jetzt ein Versprechen, wenn Gott was verspricht, seien Sie 100%, 1000% sicher, dass er es einhält. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr.
und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten. Das ist ein Versprechen. Deswegen, der letzte Vers, sagt Jesus, das ist mein Aufruf an Sie heute Abend. Kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig okay, und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Allahu Akbar, Bro, ich küsse dein Herz. Geil. Ich für alle Leute bei YouTube gerne das Video unten in der Beschreibung abchecken und bis zu Ende schauen. Ich bin durch hier an der Stelle. Es geht jetzt hier auch nicht mehr wirklich um Musik, Mind Control und das, was im Titel drin steht. Aber für jeden, der gerne möchte und neugierig ist, kann sich das Video gerne noch bis zum Ende reinziehen. Für mich ist gut, Digga. Für mich reicht an der Stelle. Ja, Mann. Ich küsse euer Herz. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch alle und wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Skrrr.